während der Mission oben im Weltraum hat man dementsprechend einen Blick auf die Erde. Gibt es auch Erde rund, Erde flach, hört man immer wieder. Ich glaube, das Thema werden wir jetzt nicht behandeln. Während der Landung sind natürlich viel mehr Details zu erkennen. Ich vermute auch, wenn wir das Thema Wasser gehabt haben, dass ja der Großteil von der Erde aus Wasser besteht, vielleicht auch Umweltverschmutzung. Naja, es ist, wenn man da oben fliegt und auf die Erde schaut, ist man natürlich ergriffen von der Schönheit dieses Planeten. Man sieht die Atmosphäre am besten immer zum Beispiel bei Sonnenaufgängen oder Sonnenuntergängen, die man 16 Mal am Tag miterlebt, wenn man für eine Erdumdrehung 90 Minuten braucht. Das heißt, das geht sich in 24 Stunden 16 Mal aus. Und dann sieht man also die Atmosphäre in dem Moment, wo die Sonne auf- oder untergeht, das ist wie vergleichbar eine Apfelschale beim Apfel. Also man realisiert da, wie verletzlich dieses ganze Gebilde da ist. Und dann schaut man runter und ist einerseits positiv ergriffen von den Schönheiten, die man sieht, von türkisen Meeren, Inselgruppen und. Aber man sieht genauso die Schäden, die an der Umwelt durch die Menschen entstehen. Und der Flug war vor fast 30 Jahren. In Brasilien haben damals die Urwälder schon gebrannt. Da hat man also sehr schön gesehen, wie man fast die einzelnen Brandherde gesehen, weil dann der Rauch wegzieht und das sieht man sehr gut. Für mich ist ein prägnantes Beispiel gewesen immer der Aralsee, den ich aus der Schule kenne, vom Altglas, als großen blauen Fleck. Das ist ein großer weißer Fleck mit ganz einem kleinen blauen Teil mittlerweile nur mehr, weil die Zuflüsse abgezweigt wurden für die Bewässerung von Pflanzen, die halt in Wüsten oder in Steppengebieten ungeeignet sind, wo die Wasserleitungen leck sind und das ganze Wasser sozusagen gar nicht in den See kommt und der austrocknet. Durch diese Überdüngung, das durch die Flüsse da hineingekommen ist, ist der ganze Boden jetzt versalzt, mit Giften versehen, die dann mit Winden über die Landschaft verblasen werden und weite Teile ruinieren und Bevölkerungen gesundheitlich extrem schaden. Also man sieht leider auch, wie der Mensch hier diese Umwelt zerstört, und das bewirkt oder hat bei mir bewirkt, dass ich extrem auch sensibel diesbezüglich geworden bin und seitdem mich aktiv auch für Umweltschutz immer wieder einsetze. Sie haben jetzt gesagt, das war vor 30 Jahren. Ich glaube, der Plastikanteil für Lebensmittel und etc. ist noch um einiges höher geworden. Bis zum jetzigen Datum. Das ist richtig, also Plastikanteil, diese Verschmutzung, das war damals noch nicht so präsent. Mhm. Genauso das Thema CO2-Belastung, Klimawandel, das war damals noch nicht so präsent. Das ist jetzt präsent und wir wissen mittlerweile, welche Schäden wir hier anstellen an unserer Umwelt und was man da machen muss. Und da gibt es sehr viel zu tun. Leider laufen für mich hier einige Dinge in die falsche Richtung. Ich habe da einen viel globaleren Blick auf diese ganze Situation. Es werden lokal in diversen Ländern wird die Elektromobilität mit betriebenen Fahrzeugen stark gefördert. Und hier wird vergessen, dass eigentlich jedes Elektroauto mit Batterie, das gekauft wird, ein enormer Schaden an der Umwelt ist, weil ein Auto, wenn man es neu kauft, das hat schon einen Rucksack von ca. 150.000 Kilometer, das man fahren muss, um die gleiche CO2-Belastung zu haben wie ein modernes Dieselauto. Also jedes Elektroauto, das frisch gekauft wird, da ist schon eine enorme CO2-Belastung dabei. Nur ist halt das nicht in Österreich zum Beispiel passiert, sondern in China. Das ist richtig, wenn ich jetzt dann in Wien zum Beispiel mit so einem Auto fahre, verpestet sich die Luft in Wien nicht, aber das Ganze ist halt trotzdem passiert in China. Also da laufen viele Dinge falsch und da passieren Förderungen, die meiner Meinung nach nicht sinnvoll sind und für die Umwelt schädlich. Mhm. Und da könnte man eigentlich dieses Geld viel sinnvoller verwenden für ganz andere Dinge, wo man wirklich etwas Positives für die Umwelt und für das Klima leistet. Das heißt, als Lösung ihrerseits wäre eher die Kommunikation, also die richtige Kommunikation,
welche Belastungen wirklich dazu beitragen. Ganz genau, also ich würde hier von den verantwortlichen politischen Stellen wirklich auf die Wissenschaft hören, auf die Wissenschaftler und auf die Fakten und auf die Physik und hier nicht sozusagen aus populärpolitischen Gründen hier irgendetwas machen, das das ökologischer Katastrophe ist, weil man weiß ja auch nicht, was macht man in 10 Jahren mit den vielen Batterien. Das sind alles noch ungelöste Themen. Und wie gesagt, man kann hier an anderer Stelle viel effektiver und viel nützlicher für die Umwelt etwas Positives beitragen, wenn man diese Förderungen umleitet in die richtigen Kanäle. Gibt es irgendwo, wo Sie sagen, dort war sicher einiges an Potenzial vorhanden, was Sie jetzt Ihrer Meinung nach sagen könnten? Also jede Menge. Also ich sage, wenn man zum Beispiel nur die Leute unterstützt, ihre Häuser thermisch zu sanieren, das ist einmal ein wesentlicher Punkt. Wenn man Kohlekraftwerke umwidmet und von mir aus in Gas, von mir aus Öl oder Gas macht, Gas noch besser wie Öl, reduziert man schon, wenn das weltweit passieren würde, mit einem Schlag, glaube ich, 30% des CO2-Ausstoßes würde sofort erledigt sein. Also da kann man schon Dinge machen, wo man wieder ein bisschen Zeit gewinnt und natürlich in Zukunftstechnologien investieren, die ökologisch sinnvoll sind. Und das ist für mich das ganze Thema Wasserstoff mit einer entsprechenden nachhaltigen Energieerzeugung dazu, also über Windkraftwerke, Photovoltaik oder was es auch immer in der Richtung sein mag. Ich sage mal so, wir sind sicher nicht perfekt bei uns in Mitteleuropa, was Umwelt betrifft, auf keinesfalls, weil durch unseren hohen Lebensstandard wird dementsprechend auf weniges verzichtet. Trotzdem ist es wahrscheinlich sehr schwierig, das auch weltweit oder global durchzusetzen, dass man sagt, auch in ärmeren Ländern unter Anführungszeichen, das Ganze vielleicht ein bisschen zu umstrukturieren. Naja, das ist ja das, was passiert, nicht? Batterien werden erzeugt, hauptsächlich in China. Ja. Das heißt, die Umweltschäden passieren dort. Aber ich glaube ganz generell, die Länder, die also ihre Umwelt extrem verschmutzen, die leiden dann auch extrem, weil die Bevölkerung darunter leidet. Also das ist ja nicht so, dass das so locker ist. Und die Schäden, die wirken sich dann natürlich auch ökonomisch aus. Und die Kosten für solche Länder sind ja enorm, deswegen steuern die auch dagegen. Und ich meine, generell, ich glaube schon und ich bin überzeugt, dass die Menschheit in der Lage ist, durch Entwicklung entsprechender Technologien diese ganze Situation wieder in den Griff zu bekommen. Nur muss es in die richtige Richtung gehen. Das heißt, die Produktion ist in der Hinsicht eher der Schadtreiber als das Produkt selber. Wenn man das jetzt auf die Batterien beispielsweise. Ja, um so eine Batterie zu erzeugen, da brauche ich extrem viel Energie und daher CO2, weil diese Energie momentan noch und für die nächsten Jahre, vorhersehbaren Jahre, primär aus Kohlekraftwerken in diesen Ländern erzeugt wird. Und damit entsteht der Schaden an der Umwelt. Wie man diese ganzen Batterien und Materialien, die da drin sind, dann nachher entsorgt und diese Batterien sagt, das ist noch ein offenes Thema, ich glaube, da hat noch niemand eine Antwort. Gibt sicher mehrere Möglichkeiten dafür. Muss jetzt ganz kurz bestimmte Richtung, was wir gern hätten, weil das Thema ist fürchterlich interessant und bezieht sicher einiges an Aufmerksamkeit. Ja, also ich bin da, was immer Sie meinen, von mir ist. Du Idee, was ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dass man sagt, so, das ist was die Leute gerne anklicken, gern hören. Nämlich, es ist halt schwierig, das Thema zu behandeln, ohne dass sich jetzt irgendwer persönlich angegriffen fühlt, weil es gibt sicherlich einige, die sind hart für elektrobetriebene Fahrzeuge. Ja, das ist ja okay, aber ich glaube, man muss immer das ganzheitlich betrachten. Ja, natürlich. Das ist das Thema. Natürlich. Ich bin überfordert. Nämlich, es gibt unheimlich viele Themen, was wir jetzt noch ansprechen können, aber es ist halt die Kernfrage dahinter. Es wäre halt ein cooler Nebeneffekt, wenn die Leute oder wenn wir es schaffen mit der Fragestellung ein gewisses Andenken oder Umdenken vielleicht sogar in den Köpfen von den Zuhörern.
zu schaffen. Gibt's Tipps generell, wo Sie sagen, darauf könnte jeder Wert legen, das könnte jeder weiter kommunizieren an sein Umfeld? Ja, oder generell wenn man beim Hausbau zum Beispiel, dass man da sagt, wenn jemand was baut. Ja, ich glaube, es kann jeder Mensch in seinem Leben, in seinem täglichen Leben, was immer er macht, ein bisschen mehr Sensibilität und Aufmerksamkeit in Richtung Umwelt legen. Das fängt an beim täglichen Einkaufen. Ich muss nicht das Rindfleisch aus Südamerika einkaufen. Nein. Das kann man bei uns in Österreich sehr gut von einer steirischen Kuh genauso haben. Die schmeckt auch genauso gut. Also die regionalen Produkte forcieren und ich sage mal Produkte, die bei uns einfach nicht heimisch sind, muss ich halt nicht jeden Tag haben, sondern wenn ich es jeden zweiten oder einmal in der Woche habe, ist es auch gut genug. Bis zu Müllvermeidung, was ich persönlich bei mir zum Beispiel geschaut habe, auch Wasser, mit Wasser entsprechend umgehen, nicht das wertvolle, teure Trinkwasser für Gartengießen verwenden. Mhm. Ich habe bei mir eine Zisterne, wo ich Regenwasser sammle, das Wasser verwende für WC-Spülung und Garten. Und das sind Dinge, da kann jeder Mensch drauf schauen. Oder halt beim Autokauf, ich muss mir nicht den super, super teuren, schweren SUV kaufen, man es anders auch machen kann. Aber wie gesagt, immer ganzheitlich betrachten. Und für mich ist ja interessant, dass gerade beim Thema Auto der Diesel aufgrund des Dieselskandals extrem gelitten hat in den letzten Jahren, aber es ist von der Physik her und von der Wissenschaft her eindeutig das sauberste Vehikel, das wir haben. Und noch einmal im Vergleich mit einem batteriegetriebenen Elektroauto muss ich ca. 150.000 Kilometer, je nach Auto halt, das ist klar, da gibt es Unterschiede, aber in so einer Dimension so viele Kilometer fahren, damit ich Gleichstand habe beim CO2-Footprint. Also das muss man sich nur ein bisschen so durch den Kopf gehen lassen. Und aber ich sage, das kann jeder Mensch Müll vermeiden. Und da muss man gar nicht viel machen und in verschiedensten Bereichen des Lebens einfach einen positiven Beitrag leisten für die Umwelt. Ich glaube sogar, dass man wenn man auf bestimmte Dinge achtet im Leben, dass es sogar ein Preisersparnis ist, als wie überhaupt, dass man sagt, das ist kostenintensiver. Natürlich, bessere Lebensmittel sind vielleicht aufs Kilo gerechnet 1-2 Euro, vielleicht auch ein paar mehr Euro, je nach Qualität, teurer. Aber wenn man beispielsweise sagt, man nimmt nicht immer das Plastiksackerl beim Einkauf, sondern nimmt seinen Einkaufskorb mit, den genau man verwenden kann. Genau so ist es. Spart man auf Dauer sicher, sind nur Kleinigkeiten. Aber genau so ist es. Thema Wasserstoff für Autos, persönliche Meinung, dass sie sagen, hat Zukunft. Für mich hat das Thema Wasserstoff generell Zukunft, nicht nur beim Auto, sondern in verschiedensten Bereichen. Also es gibt ja ein interessantes Projekt von der Föst, gemeinsam mit Siemens und ich glaube der OMV, wo es darum geht, das Wasserstoff in der Stahlerzeugung zu verwenden. Da würde man den CO2-Footprint auch dramatisch reduzieren. Und für mich ist Wasserstoff ein sehr spannendes Mittel im Zusammenhang mit regenerativ erzeugter Energie, also über Wind oder Photovoltaik, weil Wasserstoff als Speichermedium verwendet werden kann. Also man kann die überschüssige Energie vom Wind oder Sonne umwandeln in Wasserstoff. Den Wasserstoff kann man super transportieren. Da gibt es hochspannende Projekte von Windparks. Windparks in der Nordsee oder Ostsee, wo der Strom gar nicht mehr an Land geleitet wird, sondern direkt von den Windrädern umgewandelt wird in Wasserstoff und dann per Schiff in Tanks entsprechend transportiert wird. Also da gibt es viele spannende Technologien, ja, beim Auto auch, über Zusatz zum Verbrennungsmotor, über
über den elektrischen Antrieb mit der Brennstoffzelle, beim LKW, für die Flugzeuge wird es ein spannendes Thema, also Wasserstoff hat rundum sehr, sehr hohes Potenzial und eine gute Zukunft. Aber es wird eine Zeit brauchen, bis das soweit ist. Das wird nicht heute sein, nicht morgen. Also in den nächsten, also in vielleicht 5 bis 10 Jahren wird sich da aber extrem viel tun. Und ja, also das halte ich für eine gute Geschichte. Auch beim Thema Auto, die Erzeugung von synthetischen Treibstoffen für Verbrennungsmotoren, das auch mit Hilfe von Wasserstoff funktioniert. Synthetische? Da wird also Treibstoff, synthetischer Diesel oder Benzin erzeugt mit Hilfe von Wasserstoff. Das ist dann sozusagen CO2-neutral. Okay. Und ist eine Möglichkeit des Treibstoffs und verwendbar mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Also es gibt hier eine breite Palette an zukunftsträchtigen Technologien und Themen und da wird überall geforscht und ich glaube, das Richtige wird sich im Endeffekt durchsetzen, das ökologisch und ökonomisch am sinnvollsten ist. Nachhaltig hauptsächlich. Das ist das Thema. Das auch in Zukunft. Genau. Oder Planet für zukünftige Astronauten. Genau, dementsprechend so aussieht, ja.